Am Montag sind wir bei der Bundeskanzlerin. Hier geht es um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft, insbesondere aber auch um den Aktionsplan Insektenschutz. Der muss aus unserer Sicht neu aufgesetzt und überarbeitet werden. Wir stehen zu Naturschutz, zu Umweltschutz, zum Erhalt der Artenvielfalt, aber nicht über Verbote. Kooperativer Naturschutz muss das Ziel sein, gemeinsam mit Politik und Gesellschaft die ökologischen Ziele zu erreichen, aber auch unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Bauernfamilien. Wir als Bauern brauchen auch ökonomisch gesehen eine Zukunft.